In diesem Video erfährst du, wie du skeptische Besucher deines Shops zum ersten Kauf bewegen kannst. Lass uns mal zusammen die Ausgangslage anschauen. Also, ein Interessent kommt zum ersten Mal in deinem Shop. Das heißt, du hast ihn entweder per bezahlte Werbeanzeige oder auch per Content Marketing zu dir auf die Seite gelenkt. Aber er ist noch skeptisch und wir können viel machen im Bereich der Conversion Optimierung. Aber trotzdem wird eben immer ein sehr großer Anteil, also meistens über 90%, deine Seite ohne Kauf wieder verlassen. Und was können wir jetzt tun, obwohl die Leute weg sind, obwohl sie runter sind von deiner Seite? Sie haben sich gegen dich entschieden. Wie können wir trotzdem noch den Kauf herbeiführen? Lass uns mal schauen, was für Lösungen es da gibt. Also zum einen haben wir das Retargeting, ja. Das gucken wir uns gleich mal im Detail an. Und wir haben das E-Mail-Marketing. Wir gehen mal direkt in diese beiden Lösungsansätze rein. Das Retargeting, vielleicht nochmal kurz zum Verständnis. Das bedeutet, jemand, der auf deiner Seite drauf war und der dann den entsprechenden Cookies zugestimmt hat, den kannst du bei bestimmten Plattformen, wie zum Beispiel Google oder auch Meta, dann mit Werbeanzeigen ansprechen. Ja, du kannst dort im Werbeanzeigenmanager einstellen, dass du Leute, die bei dir im Shop waren, gezielt mit Anzeigen ansprichst und die bekommen das dann auf den entsprechenden Plattformen angezeigt. Du siehst schon, ich habe hier den Punkt Konkurrenz mit aufgeführt. Du bist natürlich nicht der Einzige auf den Plattformen, der diese Zielgruppe ansprechen will und das führt dann auch dazu, dass das mit entsprechende Kosten verbunden ist. Also Retargeting ist zwar günstiger, als wenn du eine komplett kalte Zielgruppe ansprichst, weil die ja typischerweise noch größer und undefinierter ist. Du musst viel mehr Leute mit einer kalten Werbeanzeige erreichen, das ist dann noch teurer. Aber auch das Retargeting, das gezielte Ansprechen, immer noch eine kostspielige Sache. Wenn man es mal vergleicht mit unserer Möglichkeit Nummer 2, mit dem E-Mail-Marketing. Ja, da hast du zwar Top-Kosten für das Tool selbst, das ist eine monatliche Gebühr, die ist dann abhängig davon, wie viele Leute du in deinem Verteiler drin hast. Das heißt, wenn du noch relativ am Anfang stehst, ist das ziemlich kostengünstig oder sogar kostenfrei. Und dann, wenn du einen größeren Verteiler aufgebaut hast, entstehen auch Kosten. Aber das ist üblicherweise weit unter dem, was man an bezahlten Werbeanzeigen investieren muss. Ja, also wir haben einen Kostenvorteil, wir haben die hundertprozentige Kontrolle. Ja, bei den Werbeplattformen bist du eben nie ganz Herr der Lage, du weißt nicht genau, was ändert sich da zum Beispiel in den Richtlinien. Das kann ganz schnell gehen und wenn eine Anzeige von dir runtergenommen wird, dann kann das mit Konsequenzen verbunden sein, dein Account kann gesperrt werden und so weiter. Du musst dich also mit all diesen Vorgaben der Plattform rumschlagen, das hast du bei E-Mail natürlich nicht. Und du hast die individuelle Ansprache. Du kannst wirklich segmentieren. Du kannst deine Kunden, die du ja selber in Form einer E-Mail-Liste vorliegen hast, filtern und dann entsprechend individuelle Nachrichten an Teile, an Segmente deiner Kunden schicken. Also auch das E-Mail-Marketing erlaubt uns, die Kunden, die von deiner Seite runtergegangen sind, erneut anzusprechen. Voraussetzung ist natürlich, dass sie sich da eingetragen haben. Jetzt sagen ganz viele Leute, ich habe ja schon E-Mail-Marketing, ich habe schon einen Newsletter und es stimmt, also sicherlich über 90% der Shops, die ich sehe, die haben schon irgendeine Art von E-Mail-Marketing. Aber das Problem ist, meistens ist es nicht besonders gut, muss ich leider so sagen. Also wenn du dir nicht selber schon viel Mühe gegeben hast, viel Zeit investiert hast, dich auch darin gebildet hast in diesem Bereich oder eben mit einem Dienstleister zusammenarbeitet, der das wirklich gut kann, dann hast du wahrscheinlich noch einige Schwachstellen. Ich habe hier mal die 5 häufigsten Schwachstellen aufgeführt und das Positionieren, das bezieht sich jetzt erstmal auf die Positionierung des Anmeldeformulars für dein Newsletter. Wir sind ja jetzt bei der Fragestellung, wie kann ich den skeptischen Interessierten, der noch nicht kaufbereit ist, zum Erstkauf bewegen? Müssen wir natürlich erstmal die E-Mail-Adresse einsammeln und das funktioniert natürlich nur, wenn er auch das Anmeldeformular sieht. Viele sind dazu schüchtern, die verstecken das Anmeldeformular irgendwo in der Ecke. Die trauen sich nicht nach vorne zu gehen mit einem Pop-up.
Das ist aber was gut ausgetestet ist und was auch funktioniert. Da kann man sich gerne trauen. Es gibt verschiedene Varianten der Pop-ups, da werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber damit können wir es schaffen, dass diese skeptisch Interessierten zumindest mal die Möglichkeit sehen, dass man sich da anmelden kann. Was dann definitiv mit dabei sein sollte, ist ein starker Anreiz, also eine Incentivierung, warum ich mich da eintragen soll. Im E-Commerce sehr häufig ist es ein kleiner Rabatt für den Erstkauf, um diese Hürde des Erstkaufs zu verringern. Es kann aber auch theoretisch ein digitales Goodie sein, also ein kleines E-Book, eine Checkliste passend zu den Wünschen deiner Zielgruppe, wo die auch sagen, hey, das finde ich so spannend, ich lasse jetzt gerne im Tausch meine E-Mail-Adresse da. Ja, findet man im E-Commerce-Bereich aber eher selten, ist aber auch durchaus denkbar. Der dritte Punkt ist das Personalisieren. Und in dem Fall meine ich jetzt das Personalisieren aus Sicht des Anbieters. Ja, das heißt, du selber als Founder, als Gründer deines Shops, dich auch zeigst in der E-Mail. Ja, das sollte dann, wenn du die ersten Mails rausschickst, unbedingt dabei sein, dass du dich selber im Futterbereich, also ganz unten in der E-Mail, nochmal zeigst mit Name, Bild, gegebenenfalls handschriftliche Signatur, vielleicht auch nochmal ein, zwei kurze Sätze. Warum machst du das? Was ist deine Mission? Also das Personalisieren ist ganz wichtig, um Vertrauen aufzubauen, dass der Empfänger auch weiß, am anderen Ende, beim Absender, da ist wirklich ein Mensch dahinter. Das ist ja im E-Commerce ja ein kleines Manko. Wir müssen mehr tun für den Vertrauensaufbau im Vergleich zum physischen Ladengeschäft, wo ich direkt die Betreiber sehe und so Vertrauen aufbauen kann. Da müssen wir eben ein bisschen was machen. Und dazu gehört auch das Personalisieren in der E-Mail. Sehe ich leider nur ganz selten, dass Leute das wirklich richtig machen. Oftmals ist es dann eben anonym, XY GmbH steht unten drunter und so wird nicht so viel Vertrauen aufgebaut. Der vierte Punkt, der häufig falsch gemacht wird, ist das Verknappen. Wenn wir einen Anreiz gesetzt haben, wie zum Beispiel einen Rabatt, dann sollten wir den auch zeitlich befristen. Also hat sich eine kurze Frist bewährt, 3 bis 7 Tage ist das, was so als Best Practice gilt. Das heißt, wirklich eine kurze Frist setzen. Der Gutschein gilt nicht für immer, sonst prokrastinieren Leute, die kommen nicht ins Handeln rein und mit der kurzen Frist erzeugen wir FOMO, Fear of Missing Out, dass Leute wirklich ins Handeln kommen. Und ich sehe leider sehr oft Fristen, die gehen über Monate, teilweise sogar ein ganzes Jahr. Das motiviert natürlich nicht so sehr. Oder auch gar keine Frist, ist auch häufig. Also das bitte nicht machen. Und der fünfte Punkt ist, nicht locker lassen, sondern du musst bitte auch nachfassen. Also wenn du die erste Mail rausgeschickt hast, wenn du dem Kunden sagst, hey, hier ist dein Gutschein zum Beispiel. Und er macht nichts. Es werden ganz viele sein, die auf die erste Mail ja noch nicht mit einem Kauf reagieren. Dann bitte nicht locker lassen, bitte nachfassen und das direkt so aufsetzen, dass die Willkommenskampagne, die der Kunde per E-Mail erhält, wenn er sich eingetragen hat, 3 bis 5 Mails enthält, die dann diejenigen bekommen, die noch nicht gekauft haben. Idealerweise hast du ein Tool, mit dem wir das so filtern und unterdrücken können. Die Käufer bekommen nur die Anzahl an Mails, die sie brauchten. Und die Nichtkäufer, die bekommen dann auch noch die zweite, dritte, vierte, fünfte Mail hinterhergeschickt, sodass wir es wirklich schaffen, das Optimum rauszuholen und möglichst viele von diesen warmen Kontakten, die sich eingetragen haben, zum ersten Kauf zu bewegen. Dafür müssen wir mehr als eine Mail schicken, das ist schon mal ganz klar. Und es gibt noch weitere Schwachstellen, auf die, ja, bin ich jetzt hier nicht eingegangen, einfach aus Zeitgründen, aber die Liste ist relativ lang. Wenn du mal möchtest, dass ich bei dir auch aufs E-Mail-Marketing raufschaue und dir mal eine kostenlose Ersteinschätzung gebe, wo sind bei dir noch Schwachstellen? Was kann noch besser laufen im Hinblick auf die Erstkonvertierung? Also wie können wir es wirklich schaffen, dass diese skeptischen Interessierten, die noch nicht kaufbereit sind, mal den ersten Kauf bei dir machen? Danach, wenn sie Bestandskunden sind, ist E-Mail-Marketing natürlich auch sehr spannend, da können wir ganz viel machen. Aber erstmal der erste Schritt. Der erste Kauf, das ist ja am Anfang das Wichtigste. Wenn du da den Wunsch hast, schreib mir gerne mal. Ich habe meine Kontaktdaten hier nochmal aufgeführt. Du kannst mich unter lindnerwerbetexte.de erreichen, dir da ein kurzes Gespräch vereinbaren und dann kann ich mir dein E-Mail-Marketing anschauen und dir direkt ein Feedback dazu geben. Deswegen, ja, geh einfach mal auf die Seite, trag dich ein. Ich freue mich auf unser Gespräch und dann bis bald.